Pass auf, ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal das Video von Hallo Aaron herein. Hallo Aaron war zu Besuch tatsächlich bei einem Typmodel, bei Betty Taubibe. Und danach ziehen wir uns noch zwei, drei andere Videos rein und dann gehen wir rein in die GTA-Masse hinein. Okay, let's go. Juri van Blobakkus für die 2 Euro. Dankeschön. Moin. Der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus den Federn. Wir besuchen Promis bei Nacht. Ich habe auch gar keine Ahnung. Habt ihr eine Idee? Schreibt es in die Kommentare. Und heute ist die liebe Betty Taube dran. Okay, let's go. So, wir sind jetzt bei Betty zu Hause. Ich weiß Okay, Betty, dein Flur actually ein wenig weird, Champ. nicht, warum es so aussieht, aber ihr fragt euch immer, wie spät es ist. Monka Toast bei 3:40, 13:40. Das Video ist aber nur 13:39 lang. Willst du mich verarschen, oder was? Es ist. Läuft. Digga, Junge, diese Uhr ist so nervig. Holy shit. Sehr offen alles. Oh. Svensson, danke für den Sub. Erstmal komplette Wohnanlage gezeigt. Danke dafür, Aaron. Wie Ach ja. unschillig. Mir hat noch keiner eine falsche Adresse gegeben. Das wäre voll witzig. Hab ich gesagt, wir kommen lieber. Mach mal bitte auf. Ganz oben. Los geht's. Glaubt ihr, Betty hat so einen sexy Schlafanzug an oder jetzt so einen kleinen? Das ist Rich Life, das hatte ich damals auch. Was? Das ist ja. Bist du hinter der Tür? Ah, okay, sie hat übrigens keinen. Kommt doch rein, Junge, schnell! Warte, kommt erstmal rein. Sag uns, Timo, Keule, Schuhe ausziehen. Maschallah, wirklich. Jetzt kommt Geile doch auch mal Wohnung. rein! Ich hatte gerade Marvin gefragt, ob du einen sexy Schlafanzug anhast oder sowas. Ich würde sagen, das ist ein sexy Schlafanzug, oder Chat? Was würdet ihr sagen? No joke. Schuhe aus! Hallo, Betty! Aaron, ich bin gerade eingeschlafen. Zeig uns mal, damit du Kontaktlinsen. No joke, das finde ich sehr, 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 sehr geil. Hier ist ein Kaugummiautomat, fühle dich direkt sehr. Ach so, ja doch, ihr seht ihn. Reinmachen? Ja, sonst sehe ich nichts. Ja. Ah, guck mal, ein Gäste-WC, komm. Waschen wir uns erstmal die Hände, wir sind ja zu Besuch. Oha, wie viele Ganz schön Parfüms. Viel Parfüm. Ja. Jetzt muss man ja einmal sagen, Betty Taube ist eine Traumfrau. Sie sieht gut aus, hat Humor, ist jung, knackig. Kann sich einer von euch vorstellen, wie sie hier so sitzt und so? Ja, tatsächlich. Also tatsächlich ja. Ich stelle mir nichts anderes vor, lieber Aaron. Betty, ist es dein einziges Bad? Nein. Nein, aha. Ich habe gerade gefragt, ob sich die Leute vorstellen können, dass du da. Betty ist no joke. Also ich kenne Betty auch mittlerweile sehr, sehr gut. Wir kennen uns, wir waren zusammen ja auch mit Red Bull schon ein paar Mal unterwegs. So eine süße Maus, wirklich. Also no sexual. Sie ist einfach eine so freundliche Person. Sie ist immer so gut gelaunt und immer super freundlich und so. Also Betty ist wirklich ja absolut entspannend. Da drauf sitzt und Kacker machst. Ja. Macht eine Betty Taube Kacker? Nein. Doch, Betty Taube macht Kacker tatsächlich und ich habe auch damals Betty Taubes Handy kaputt gemacht. Tut mir leid an der Stelle. Betty, dann zeig doch. Welche Branche ist sie? Sie ist Model. Tatsächlich steht ja auch hier oben, Chat. Schau mal deine Küche. Ja. Hast du gedacht, dass wir heute kommen? Nee, ich habe gehofft, dass ihr morgen oder übermorgen oder überübermorgen kommt. Guck mal, du hast einen Brief von mir gekriegt. Ja. Den hast du noch gar nicht aufgemacht. Nein. Oh! Boah, wie kann man so nervig sein, Aaron Troschke? Ich wusste das, ich kenne das nämlich. Deswegen habe ich es mit Absicht nicht aufgemacht. Aha. Achtung, Aaron, auf Join. Kannst du kochen? Nee. Red Bull Kühlschrank, Kuss. War hier. Guck mal. Thermomix. Dieses tolle Gerät. Thermomix. Thermomix und Marvin Chat. Auch. Actually, Thermomix ist das wild or nah? Was sagt ihr? Thermomix, ist das worth it oder nicht? Oh. Thermomix, beste. Ja, ist es wirklich so gut? Ja. Ist da oben auch was drin? Ja. Wie kommt man da ran? Warum hat man da um Schränke, wenn du jedes Mal darauf klettern musst? Ja. Willst du eigentlich Betty die halt ganze Führung groß, im Schlafanzug ne? bleiben? Betty ist halt auch sehr, sehr groß. Denkst du, ich zieh mich jetzt um? Jetzt habt ihr es eh schon gesehen. So. Guck mal, wie der Boni aussieht, voll assi. Möchtest du ein Radieschen? Danke. Bitte. Bitte schau auch den anderen an. So, ja, Entschuldigung. Bitte schön. So eine großen Red Bulls gibt's noch? Mhm. Hast du die auch von Lisa, oder? Mhm, die habe ich von meinen Nachbarn bekommen. Kuss geht raus an Lisa, absolute Ehrendame. Als Dankeschön, die wussten nicht, dass ich umsonst bekomme. Oh, Eis! Kann man im Thermomix Crystal Meth kochen, Chat? Ging das? Raffaello Eis, willst du probieren? Hast du es da? Ja. Nicht? Willst du eins? Nö. Obwohl, doch, gefährlich. Wo gibt's das denn? Wo gibt's denn Raffaello Eis, what the fuck? Nee, die müssen die Kamera halten. So, ich mach wieder rein.
ohne Verpackung. Okay. Yo. Mann, ey. I need that shit. Mhm. Red Bull Sound Clash. Die sind alle. Oh, guck mal, die sind noch voll. Ja. Oh, guck mal. Champagne Bottles in the Fridge. Was Betty Taube hier. Okay, danke schön, Kuss. Toll. Mehr Alkohol hast du nicht außer hier? Doch, auf dem Balkon. Was hast du da so? Wodka. Natürlich. Ich weiß gar nicht, wann ich das die hab. Big 360. Ist es 360, ja, ne? Ja, ja, ja. 18. Nee. Geburtstag von meinem Cousin, das war schlimm. Ja? Ja. Da war es eine Dorffeier, aber du kommst ja aus dem Dorf. Ja, ich bin Dorfkind. Das heißt Alkohol ohne Ende? Mhm. Kennst du noch, also du kommst ja nicht vom Dorf, aber nee. 1-Euro-Party? Kenn ich, ja. Ja klar, Palettenpartys, 1-Euro-Partys. Mhm. Oha, was hast du vor? Der ist ganz schön doll. Prost. Hast du eine Putzfrau? Nö. Putzt du selbst? Ja. Hast du Geld für einen Kaugummiautomat? 20 Cent, bitte kauf einen. Bitte, keiner kauft einen. Du bist jetzt der Erste, der einen kauft. Betty ist no joke, so cute, oder? Also einfach so eine freundliche, immer gut gelaunte Persönlichkeit. Maxi, danke für den Sub. Dieses blöde Ding war voll teuer. Kaugummiautomat? Ich bin jetzt auf die Idee danach gekommen, dass man den auch hätte irgendwo abschrauben können. Diesen. Yo, what the fuck, Betty, das wäre Diebstahl. Ah, pass auf. Die sind da schon 2 Jahre drin. War das die Wohnung von Shopping Queen? Oh, komm mal her, hier. Ich dachte, du schläfst so im Bett. Auf selbstverliebt angelehnt. Guck mal, das Fangirl. Ja, das muss ich noch hier dran machen. Aber ich habe keine Dinger mehr. Aber kein Bild von uns, aber Zocker? Ja, das kommt daran. Finanzamt-Ordner. Noch mehr Ordner. Mhm. Hier noch mehr Ordner? Du hast genau... Oh, guck ja, mal. Da ist er. Wer hat dir denn das schöne Ding geschenkt? Ich glaube, das warst du. Ja, und ich sehe den in all den Werbungen, die du immer machst. Ja, er ist der beste Kumpel, den man haben kann. Und läuft BB-8 uns jetzt hinterher? Eigentlich schon, ja. Aber er läuft immer in die falsche Richtung. Du rauchst Shisha? Ja. Und du hast einen Zitronenbaum. Das ist die einzige Pflanze, die bei mir hält. Die wird wahrscheinlich übermorgen schon tot sein. Sind die echt? Ja. Pflanz einen Zitronenbaum und mach Limonade drauf. Was ist das für ein dummer Spruch? Sammy Slimani. Wie lange? Achso, okay, never mind. Nervt denn der jetzt? Keine Ahnung. Aber guck mal, was ich habe, das wird dir gefallen. Nintendo, Super Nintendo. Super Nintendo. Mit welchem Spiel? Donkey Kong ist mein Lieblingsspiel. Ach, kein Mario Kart? Nee, das habe ich nicht. Warum nicht? Was ist das für ein Schwein? Mein Bugatti-Schwein. Ich spare. Fahr ordentlich. Wer hat dir das denn gemacht, Alter? Für meinen Bugatti und das Schwein, das wiegt schon 9 Kilo. Ey, das ist... Stimmt, Betty will sich unbedingt einen Bugatti Veyron kaufen, tatsächlich. Krass, ne? Da sind auch, ich glaube, da ist alles drin, von 100er Scheinen. Gibt es überhaupt 100er Scheine? Keine Ahnung. Doch. Komm, Betty. Oha, Aaron. Das darf mal eine Runde mein Bugatti mitfahren. Danke, vielen Hab Dank. Habe ich mit AdSense jetzt schon wieder drin, weil jetzt kommt eine Werbung. Ding. Ich finde... Haha, Loser, hab YouTube Premium, hab dich gedribbelt, du Wichser. Im Wohnzimmer fehlt irgendwie was. Ist so ein bisschen leer. Du bräuchtest nur mal so einen großen Uruk-hai oder einen Iron Man. Ja, Mann. Oder einen Batman. Ich hätte gern Batman. Kannst du Gitarre spielen? Ein Lied kann ich, glaube ich, spielen. Gib her, spiel mal. Man muss ja sagen, auch wenn sie es nicht hören will, Betty kann richtig gut singen. Nein. Das ist Nirvana. Mhm, das kennst du auch. Smoke on the Water, jeder Gitarrenspieler jemals. Tada. Betty, du weißt, du hast die Möglichkeit zu singen. Ja. Oder ich blende ein, wo du singst. Nein, bitte nicht. Was kann ich machen, dass du das nicht machst? Ich finde das voll schön, den Nein, Song, wie du den gesungen hast. Ich singe da so schlecht. Nein, das war sehr schön. Nein, ich singe da sehr schlecht. Ich kann besser singen. Können die Zuschauer anscheinend. Wir werden es auf jeden Fall machen. Now I'm 4 or 5 seconds from bottom. Hast du hier nicht... Oh Mann, Aaron. Ist von Heidi Klum? Nee. Habt ihr noch Kontakt? Aber ich habe einen BH, den ich ihr ausgeliehen habe. Du hast einen BH, den du ihr ausgeliehen hast? Und den hast du wieder gekriegt? Ja, weil es meiner war. Und warum hast du den ausgeliehen? Weil sie keinen dabei hat. Wer hat größere Brüste, du oder Heidi Klum? Ich glaube, wir haben gleich groß. Ankleidezimmer. Ein großer Spiegel. Junge, geil. Mhm. Traum, so ein eigenes Ankleidezimmer. Nice, ne? Übrigens, ich bin nur so dick, weil ich hier mein Portemonnaie drin habe, mein Schlüssel, die Socken. Ist hier irgendwas Spannendes? Nee. Das sind nur deine Klamotten, oder? Ja, ist nein. Und die Hälfte davon finde ich, was ist denn die teuerste Tasche? Die teuerste Tasche. Ich habe gar nicht so teure Taschen.
glaube ich, keine Ahnung, 3000 Euro vielleicht die teuerste. Eine Welt? Ja gut, das geht aber no joke noch. Es gibt ja viel, viel teurere Taschen. Welche denn? Ach so. Hä? Was gerade passiert? Wieso ist es passiert? Hä? Hä? Der, ich hab's nicht gecheckt, Chat. Wie lange war das jetzt so? Nein, hier, ich bin alleine. No joke, hier ist niemand in meinem Zimmer. Also das kann ich proven. Hier ist keiner bei mir. 30 Sekunden habe ich nichts gemerkt. Perfekt, Digga. Danke dafür. Wird Zeit für eine Pause, oder? Die liegt vorne, glaube ich. Ach so. 3000 Euro. Obwohl die hier... Dafür habe ich meinen Golf damals gekauft. Die ist auch noch sehr teuer. Was kostet die? Weiß ich nicht mehr. Man kann ja mal erzählen, wir beide bei unserem dritten oder vierten Treffen sind wir zu Louis Vuitton gegangen, eine Tasche abholen. Im KDW. Nein. Und ich habe mich noch nie so viel am Platz gefühlt. Da stand ich so wie jetzt und Betty gesagt, warum haben wir... Der heuchelnde Millionär. Wie das gemacht? Du hast irgendeine Tasche geschenkt gekriegt, abgeholt oder irgendwas. Okay. Und da bist du dann mit dem Verkäufer weggegangen und der Sicherheitsmann hat mich auch schon so angeguckt. Aha, die deutschen Abu-Chakas sind hier und wollen uns ausspionieren. Mhm. Da ist so ein Karton, den sammle ich seit 2 Jahren mit Zeug, was ich geschenkt bekomme, was ich nicht mehr will oder brauche. Korrekt. Was machten die hier drin? Ja. Guck mal, du bist doch ein riesiger Fan von Stefanie Giesinger, da ist ihre Unterschrift drauf. Aber was ist denn da drin? Gillette? Eine Strandmatte. Toll! Was machst du damit, jetzt ehrlich? Ich wollte die verlosen. Gut, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Oh, wie stressig, Aaron, wirklich, Mann. Ihr müsst dafür nur mir und Betty auf Instagram folgen. Und, An wen? Ich weiß nicht, machen wir ein Bild? Ja, komm, wir müssen doch ein Bild machen. Timo, Betty, komm mal her. Jetzt so. Super. Und okay. Ihr müsst jetzt einfach nur auf dieses Bild bei Betty auf dem Profil gehen und kommentieren, Aarons Besuche sind die besten. Übrigens wollte ich nur mal sagen, ich habe ja gesehen, dass du bei Marvin warst und ich habe dasselbe Toiletten-Saubermachzeug wie Marvin. Aber das wirkt nicht. Ich habe es mir extra, nachdem ich bei Marvin war, gekauft. Aber das ist voll scheiße. Du musst heißes Wasser reinkippen und dann das reinmachen. Digga, what the fuck? Sprudelt das noch mehr. Wirklich? Bis, und dann wirkt's? Bis unter den Rand. Okay, mache ich dann nochmal. Mickey Mouse und Stitch. Ist das das, was du gratis gekriegt hast? Ja. Oh, das ist aber schön. Ein gratis Bett, ich will auch. Weich. Ja, ne? Warum hast du eine... Aaron hat eine höhere Stimme als ich und ich bin eine Frau. Aaron hat auch extrem viele weibliche Hormone in seinem Körper. Banane? Das ist ein... Ist das ein Dildo? Nein, es kann leuchten. Aaron. Nee, ist wirklich keiner. Es was ist denn, wenn ich hier aufmache? Da ist nichts Spannendes drin. Da drüben sind spannende Sachen. Die Wohnung ist zu klein irgendwie. Jetzt werden sich alle fragen, was da drin ist. Tja, es gibt noch ein Badezimmer. Timo findet komisch, dass Betty keine Vorhänge hat. Betty duscht gern, dass man ihre Brüste sieht, ja. Oder? Ja, mich kennen, glaube ich, tatsächlich wirklich alle Nachbarn nackt. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Guck mal, wenn ich schon morgens aufstehe, ich schlafe eigentlich auch oft nackt. Chat, wenn jetzt irgendeiner was Inappropriates in den Chat schreibt oder sagt, ich werde Nachbar, entspannt euch, ja? Warum? Warum hast du dann Hocker? Squat the Potty ist so wichtig, no joke. Damit kann man so entspannt kacken. Squat the Potty. Ja, Mann, no joke. So wichtig. Ein kleiner Hocker zum Kacken macht es so viel einfacher. Hey, Chat, was soll denn das? Was ist das? Squat the Potty. Warum? Das ist besser. Ja, also das heißt, du setzt dich dann rauf? Ja. Und dass du angenehmer bist, machst du die Füße darauf? Das... Kackt sich besser, ja. Das geht super schnell dann. Wir haben den auch. Timo, du hast den auch? Timo hat den auch. Sag mal, Betty, du sitzt hier und... Timo, komm mal bitte rum. Betty sitzt hier und guckt sich beim Kacken selbst an. Den Spiegel, den habe ich da nicht hingebaut, der war da schon. Ja, aber du machst so... Wie geil, aber. Ja, machst du dabei Modelblicke. Also, wie geil. Betty. Ich stell dir vor, du bist am Kacken, machst Hallo, Aaron, red mit mir. Aaron, hallo. Das Toilettenpapier? Ja. Gehört übrigens nicht zu spät, in die Toilette. Tanja, danke für die Subs. Kuss. Hast du eine Knirschzahn? Ja. Spannend? Mhm. Ich mach die nur nie rein. Machst du aber gut, dass du sie hast. Ja, aber ich mach sie jetzt. Ich glaube, Heda hat die, aber nutzt die nie. So. Ich knirsch einfach nichts nachts. Ich meine so... Ich knirsch... Regelmäßig so alle 3 Monate unterm Bett. Irgendwie wirkt die Wohnung unordentlich, finde ich überhaupt nicht. Ich finde über sauber, über clean, no joke. Ich schieb die mal raus. Und dann drehe ich mich wie so ein kleines Kind und dann fällt's runter. Mhm. So wohnt Betty Taube, Topmodel, Instastar. Sehr entspannt, no joke. Bleibst du noch wohnen oder ziehst bald um? Ich muss noch 2 Monate... 2 Monate? Ich muss noch 2 Jahre, Mann, bin ich müde. Ich muss noch 2 Jahre hier wohnen bleiben. Ach, musstest du 4 Jahre über? Ja, 4. Oh, was zahlst du Miete? Zu viel. Sag mal. Nein.
Doch, wir machen immer einen Quiz. Oder ihr ratet mal in den Kommentaren. Okay. Und wir lösen es bei der nächsten Folge oder übernächsten auf, je nachdem, wie wir sie senden. Mhm. Rate mal. Weniger. Für den Immobilienkaufmann 300.000 waren die Hütte, ist, glaube ich, ganz gut. 130. Und wir sind in Potsdam. Deine Bude hat genauso groß wie mein Haus. Also da würde ich sagen, in Potsdam 2.600. Mhm. Ich habe aber mehr Räume und mehr Badezimmer. Das Gewinnspiel ist jetzt bei Betty auf Instagram drauf. Ihr könnt direkt mitmachen und die geilste Box der Welt gewinnen. Die ist locker. Wie viel ist die wert? Meint ihr mehr? Ja. Keine Ahnung. Meint ihr mehr, Chat? 400 Euro. 3,5k? Mehr. 1000 Euro. 2500 habe ich gesagt. Ja. Das wird der Gewinner sagen. Geht auf Instagram, wir verlosen es. Ja, oder denkst du? Okay, aber da ist schon ein bisschen mehr Mädchenzeug drin. Ist ja nicht schlimm, kann man der Freundin schenken. Ey, okay. Oder sehr, sehr entspanntes Video. Danke dafür, Herr Aaron. Das hast du ganz gut gemacht.